bin Carsten Stahl. Ich bin hier direkt in der Machtzentrale unseres Landes. Hier ist eine schöne Glasfront, wo alle Artikel unseres Grundgesetzes draufstehen. Und hier stehe ich vor Artikel 1. Hier, da steht Artikel 1, der wichtigste, der erste. Artikel unser Land. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt, die nach folgenden Grundrechte binden, Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung unmittelbar geltendes Recht. So, und wisst ihr was? Diese Unmenschlichkeit, die so auf der ganzen Welt passiert und vor allen Dingen auch in unserem Land, ganz besonders, wenn es um die Kinder geht, denn das ist mein Kernthema. Da verstehe ich nicht, wie Mobbing, Gewalt, Hass, Rassismus geben kann, wie es Kindesmissbrauch geben kann, kann ich nicht verstehen. Weil da steht, nur hält sich keiner richtig dran. Und die da, in dem großen Saal, den wir alle bezahlen, die interessiert sich schon lange nicht mehr dafür. Schon gar nicht für die Kinder und nicht den Kinderschutz. Und das ist beschämend und in meinen Augen absolut asozial. Denn wer sich so verhält, der darf sich nicht wundern, wenn die Menschen die Schnauze voll haben. Kinderschutz ist unverhandelbar und der geht uns alle ran. Denn die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Und auch das ist eine Verpflichtung aus Artikel 1, seine Kinder zu schützen. Und vor allen Dingen sich für die Menschenrechte und die Würde des Menschen einzusetzen.